Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und ja, ich habe mal gegoogelt, wie man die Suchenden besiegen kann. Die sind leicht mit Fernkampfwaffen. Ich würde aber trotzdem lieber vielleicht einmal pennen wollen, einmal nächtigen. Und dann will ich mal versuchen, mit einer Armbrust den einen Suchenden, der hier in der Ecke, um der Ecke irgendwo ist, mal zu besiegen. So, wir pennen einmal hier jetzt bis zum nächsten Morgen. Ich will es mal versuchen, ohne entdeckt zu werden von dem oder dass er nicht rechtzeitig mich entdeckt. So, der eine, der da irgendwie vor der Tür wartet. Und gucken, wie leicht die dann besiegbar sind. Mit Nahkampfwaffen, laut Google, sollen die schwieriger sein. Zumindest bin ich nicht stark genug gerüstet. Ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült. Deswegen will ich das gleich mit der Armbrust mal ausprobieren. War genauso, wie du sagst. Aber wie schnell die besiegt werden können. Denn dann mache ich nachher Jagd auf die Dinger. Wenn die doch so leicht sind mit der Armbrust. Vorausgesetzt, ich treffe. Wie gut bin ich? Armbrust 12%. Ja, gut, ist nicht gerade super. Ich rüste die aber schon mal aus. Ich muss auch Armbrust ein bisschen mehr skillen. Da. Der läuft da. Okay, treffen tue ich ihn nicht. Treffen tue ich ihn gar nicht. Alter, wieso treffe ich ihn nicht? Okay. Nein! Alter, gleich zwei Schüsse? Hat er nicht irgendwann seine Magie verbraucht? Das ist ja richtig armselig. Nein! Alter, nein! Das wird nix. Das wird nix. Alter, hör auf jetzt anzuvisieren. Jetzt geh. Das mit dem Suchenden, das wird nix. Ich muss zusehen, dass ich irgendwie anders an Skillpunkte komme. Dass ich auch eine bessere Armbrust kriege. Und auch mehr auf Stärke gehe. Also Stärke, das ist jetzt wirklich das Dringendste, was wir brauchen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Hätte ich jetzt nicht auf Dingens hier geskillt. Alter. Er erzählt alles weiter. Die Suchenden, die regen mich gerade echt auf. Ich hatte jetzt wirklich gedacht gehabt und gehofft gehabt, dass wir das irgendwie hinkriegen. Wir haben nicht genug Geld. Es gibt da aber eine Armbrust, die ich haben will. Diese Drachenjäger-Armbrust. Ich kann aber von ihm hier noch ein bisschen Geld bekommen. Hey, du! Hier, wenn ich jetzt, Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte... Diese Schmiederohlinge, hier. Ja. Und von ihm hier auch nochmal mal kaufen. Ist jetzt schon eine Weile her. Ja, kennen wir. Ich will meine geschmiedeten Waffen, So, warte, wo waren... Ich möchte... Ich darf... Also, bei ihm kann ich nichts kaufen. Ah, aber ich weiß, wo ich noch was kaufen kann. Das ist ja interessant. Wo waren das nochmal? Ich glaube, wenn wir jetzt hier mal nach links gehen, war das... Genau, bei, bei Karl. Karl war das, wo ich noch was kaufen konnte. Davon lasse ich lieber die Finger. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt.
So, wo haben wir Karl? Der erzählt war doch hier. Nee? Ich höre ihn schon. Da hinten. Noch ein bisschen weiter. Er erzählt alles weiter. Da konnte ich noch Rohlinge kaufen. Das weiß doch inzwischen jeder. Ich glaube da nicht dran. So, hey. Karl. Nee, konnte ich nicht. Konnte ich bei ihm? Nee. Kann ich nicht mehr kaufen? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Finde ich jetzt ein bisschen doof. Er redet einfach zu viel. So, aber wir müssen dann zusehen, dass wir hier irgendwie... Und das wird noch viel schlimmer. ...noch anders die Quest erledigen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Wer sagt denn sowas? Dann mache ich jetzt, schmiede ich jetzt eben erstmal eine Waffe, dann kriege ich zumindest nochmal 250 Gold. Besser als gar nichts. So. Womit denn? Ah, jetzt habe ich nichts. Er ist da fertig. Gut, arm. Gewöhnliche Waffen schmieden. Vom Edelschwert. Kann ich das irgendwie verkaufen? Da bist du ja wieder. Jo. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Ja. Hey, und du. Kann ich ihm noch irgendwas verkaufen? Habe ich noch was? Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir schmieden. Jo, Ast habe ich. So, sonst habe ich hier jetzt nichts. Ich habe keinen Käse mehr. Wo ist der Käse hin? Ich habe den Käse gegessen. Hier, die Dinger kann ich ja verkaufen. So, und die Dinger. Hier. Goldbrocken. Zähne. Stängel. Silbernen Ring. Wieso habe ich immer wieder irgendwo einen silbernen Ring hier? Ich habe tatsächlich, glaube ich, den Käse gegessen. Ah ja, und noch einmal pennen, damit wir wieder genesen sind. Ich visiert immer automatisch irgendwen an, den ich nicht anvisiert haben will. So, bis zum nächsten Morgen. Ich muss aber auch irgendwie zusehen, wie man hier am schnellsten stärker wird. Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort, an dem Innos und Belia keine Macht hatten. Beziehungsweise ich guck einmal nochmal ganz genau, Schafdiebe des Richters Lakai Lee will, dass ich was lassen gegen den Richter von Polinus finde. Ich soll dem Richter meine Dienste anbieten und dabei die Augen offen halten. Gefälschte Minenanteile. Ich soll Salandril, einen Alchemisten im oberen Viertel von Corinnes, ins Kloster bringen. Das können wir eben machen. Meine Meinung will ja keiner hören. Und an diesem Ort das können wir waren eben machen. Ordnung und Chaos zugleich. Und so ich speichere aber trotzdem vielleicht noch einmal hier wieder auf die 1. So. Und dann suchen wir mal Salandril. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ich habe was anderes gehört. So, wo finden wir eigentlich ihn? Wer ist ein Salandril? Wer ist denn hier der Alchemist? Das war keine große Sache. Jemand wird dafür büßen müssen. Das sind, glaube ich, ganz normale Wohnhäuser. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Das hätte er auch so. Arbeiter. Richterhauswache. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Der Söldner, der Lothar ermordet haben soll, ist angeblich unschuldig. Man hat Beweise gefunden, dass man ihm den Mord nur anhängen wollte.
Was habe ich hier in der Stadt für Möglichkeiten? Wenn du nicht im Hafenviertel in der Gosse enden willst, such dir eine ordentliche Arbeit. Frag in der Unterstadt herum. Vielleicht hast du Glück. Wenn du vorhast, länger hier in der Stadt zu bleiben, solltest du der Miliz beitreten oder dich zumindest im Kampf ausbilden lassen. Die Kampfausbilder in der Kaserne trainieren auch normale Bürger. Bald werden die Orks kommen und dann wirst du dich über jede Stunde freuen, die du auf dem Kasernenplatz zugebracht hast. Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Du bist jetzt in der Oberstadt. Ja, wo willst du hin? Nee, danke. Danke. Das war alles, was ich wissen wollte. Ich suche hier den Alchemisten. Meinst du, mir geht das besser? Kann man hier hoch? Ist er vielleicht hier oben? Das ist auch eine normale Wohnung. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das ist kein Geheimnis. So, jetzt ist Bambo hier. Ich darf hier durch. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So, Bürger, Arbeiter, Stadtwache, Lutero. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Mein Name ist Lutero. Ich handle mit den verschiedensten Sachen. Welche Ware bietest du an? Nun, vor allem seltene und ausgefallene Dinge. Bisher ist es mir immer gelungen, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Suchst du bestimmte Gegenstände? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel, die meisten hausen jedoch im Minental. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Ring der Unbezwingbarkeit besorgen. Oh. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Ring der Unbezwingbarkeit. Und zeig mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, was hat er hier? Plagg der Geschwindigkeit, Feldknöterich. Ring der Macht, Stärke Bonus 4. Oh ja, okay. Gürtel der Geschicklichkeit. Minecrawler-Zang, Stachel, schwarze Perle, Wert 1000, Kohle, Aquamarin, Apfeltabak, Fackel, Laborwasserflasche, geweihtes, ja, was sind das? Die südländische Verteidigung und der Doppelpack, ein Lehrbuch zum Kampf mit zwei Handwaffen. So, okay. Aber ihn kann ich hier bestimmt auch was verkaufen. Ein Gehstock. Den darf er haben. So, gravierter Ring. Den brauche ich ja nicht. Ich müsste mal öfters für ihn jetzt ein paar Sachen holen. Finden. Machen. So, die Snapper-Krallen. Der Händler Lutero sucht nach Krallen eines besonders mächtigen Snappers. So. Davon lass ich lieber. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ich suche nun den Alchemisten. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Salandrils Tränke. Ah, hier. Salandril. Wie ich hörte, warst du bei den Paladinen im Minental. Ich bin beeindruckt. Du solltest dir Zeit nehmen und meine Ware begutachten. Ich habe gerade einen ganz besonderen Trank auf Lager. Zeig mir deine Ware. Was? Snapper Cloud? Amulett der Flammen? Schutz vor Feuer. Was ist das? Elixier der Geschicklichkeit. 800 kostet das. Aber okay, da brauche ich jetzt nicht. Lebensenergie und Extrakte Heilung. Der hat jetzt nichts wirklich, was ich haben will. Nein! Hab ich jetzt aus Versehen gekauft? Kann ich ihm das zurückgeben? Wo ist denn das? Du gehst jetzt ins Kloster und lässt dich verurteilen. Was? Du bist ja wohl nicht mehr ganz frisch. Einen Dreck werde ich. Diese miesen Magier haben doch gar nichts gegen mich in der Hand.
Ich habe einen Auftrag und den werde ich ausführen. Also, du gehst jetzt oder ich mach dir Beine. Was? Ich werde dich das Viertel herunterschleifen wie einen dreckigen Lumpen. Okay. So, alles mitnehmen, was er hat. Den Dolch nehme ich mit. Da ist nichts zu holen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Das Gold kriege ich jetzt aber auch nicht mehr wieder. Das nächste Mal werden wir ja sehen. So, Erfahrung plus 25, okay. So, und jetzt? Hey! Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Ja, gehst du jetzt ins Kloster oder soll ich dich dann... Gehst du jetzt ins Kloster oder soll ich dich nochmal? Das wirst du noch bereuen. Ja, verdammt, ich gehe ins Kloster. Aber glaube nicht, dass du damit durchkommst. Okay, das haben wir geschafft. Ein Silberkelch. Gletscherquarz. Geht er jetzt? Du bist ja immer noch da. Verschwinde! Okay, das haben wir auf jeden Fall erledigt. Warum hört er eigentlich? Warum habe ich jetzt ausgerechnet aus Versehen noch bei ihm das Ding gekauft und Geld verloren? Wir waren bei fast 800 Gold wieder. Und jetzt habt ihr das wieder verloren. Jetzt sind wir nur bei 261. Das hätte er ja auch selbst wissen. Naja, irgendwie. Zwei Händler sind wir bei 48, ein Händler 20%. Aber ich muss irgendwie. Wie viel fehlt mir noch? 3230 insgesamt. Da kannst du hier nichts. Ich muss zusehen, dass ich noch mehr irgendwie hier so Quests erfülle. Ich brauche. Das Richters Lakai. Ne? Gefälscht Minenanti. Soll sagen, sie eigentlich müssen im oberen Viertel nach Corinnes ins Kloster bringen, damit er dort verurteilt werden kann. Das hat er doch. Ich gehe mal zum Kloster und gucke mal, ob der jetzt dort ist. Da kannst du ja nichts tun. Sehen vielleicht da auch nochmal. Ein paar Aufgaben. Erfahrungspunkte meine ich. Aufgaben haben wir. Obwohl wir müssen jede Quest mitnehmen. Und an diesem Ort. Weil mittlerweile tut das echt weh, dass wir gegen nichts hier ankommen und dass wir zu schwach sind. Und zu schlecht auch noch mit der Armbrust. Er erzählt alles weiter. Wer sagt denn sowas? Ich geh mal zum Kloster. Und mit den Vermissten kommen wir ja auch nicht weiter. Ist ja auch noch so ein Punkt. Ich hoffe, der Suchende lässt uns jetzt in Ruhe. Also ich finde es doof, dass das mit der Armbrust nicht geklappt hat bei den Suchenden. Wir könnten aber auch noch einmal ins Söldnerlager gehen. Boah, mir juckt das Gesicht gerade. Ja, einmal ins Söldnerlager, nochmal gucken. Die hatten da ja eine bessere Armbrust. Was für eine Stärke ich dafür brauche. Und wie viel das kostet. Oh, das mit den Suchenden. Wirklich. Vielleicht war jetzt eigentlich diese eine Klauen des Dingsführers, das, was ich gebraucht hatte. Aber den hatten wir, glaube ich, an Sara verkauft und die ist ja jetzt nicht mehr da. Das heißt, die Quest können wir nicht mehr abschließen, glaube ich. Ich muss auch gucken, vielleicht kann ich auch Sara anderweitig wieder zurückholen mit einem Command oder sowas, mit einem
mit einem Cheat. Dann wäre das das Einzige, was ich nochmal mir neu ercheaten würde. Der soll mich in Ruhe lassen. Ich will jetzt einmal gucken, was diese Drachenjäger-Armbrust kostet und was brauche ich dafür an Stärke. Das war doch schon vorher klar. Hatte der nicht auch noch irgendwie einen Drachenjäger, den ja, Schwert oder sowas? Ein Zweihänder? Das wäre mega. Wenn wir die auch noch irgendwie kriegen könnten. Ja, der lungert hier nur noch rum, der Greg. Wichtig ist, wenn wir an Drachenschuppen kommen, gehe ich mal von aus, wenn die Drachen besiegen und die dann alle zu ihnen bringen, so hier, einiges gehört. Meine eigene Meinung. Kriegen wir dann auch irgendwann eine mittlere und auch eine schwere Drachenjägerrüstung. Und die schwere will ich haben. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Welche Waffen hast du anzubieten? Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Sieh sie dir doch einfach an. Ja, mach ich. So, Berserker-Axt, nee. Obwohl die Schaden 200 und nur 170 Stärke. Das ist doch Barbaren-Streit-Axt. Vera Zweihänder. Ich kann das nicht glauben. Zweihänder. Einhänder. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Jetzt nicht. So, dann grobes Bastardschwert. Leichte Streitachs, Dosch, wäre Nagelkeule. Drachenjägerarm. Da brauche ich 150 und Wert 2500. Was hat er hier? Gürtel der Abwehr. Kurz vor Pfeilen 10. Ledergürtel. Ein Erzbrocken hat er noch gekriegt. Das ist doch alles nur Gerede. So, Langbogen, Eichenbogen, Drachenbogen. Hatte das nicht. Ich würde lieber darauf gehen, weil das benötigt nur Stärke. Ich habe so einiges gehört. Aber mehr hat er ja nicht. Aber ich kann ihm den Dolch hier verkaufen. Warte mal, einen Dolch von mir. Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Das ist eine schlimme Sache. So, wir haben auch schon mittlerweile so viele Runen. Wo hast du das denn schon wieder her? Ich bin am Überlegen, Olafs Beutel da mal aufzumachen. Es kommt nur auf die Kraft an. Also komm mir nicht so. Noch mehr Ärger kann ich habe hier auch schon ordentliche Fehlentscheidungen getroffen, muss ich auch ehrlich sagen. Das hat er wirklich nicht verdient. Hier brauchst du das nicht. So, aber bevor wir da hinten wieder. Komm, ich speichere hier auf die 3. Hier hatten wir lange nicht mehr gespeichert. Die 4 müssen wir beibehalten. Da kann man sich nicht drauf. Wir dürfen jetzt erstmal gar nicht auf der 4 speichern. Und dann gehen wir jetzt nochmal zum Kloster und gucken, was wie es da jetzt mit Dings aussieht. Mit, wie hieß er nochmal? Gut, ich habe seinen Namen vergessen. Okay, es ist aber auch schon jetzt gleich in 4 Minuten 2 Uhr in der Nacht. Ich muss auch langsam ins Bett. Aber ich werde mich mal schlau machen, ob wir hier, also den noch irgendwie anders besiegen können, wie wir an eine bessere Drachenrüstung kommen und wie wir schneller an Stärke gewinnen können. Der soll uns in Ruhe lassen.
So, und dann hier entlang, ne? Nee, noch nicht hier, sondern da entlang. Oh, ich freue mich aber, sobald wir alle diese Suchenden besiegen können. Wir können aber noch nicht ins Minental, weil da ein Suchender uns im Weg steht. Also wir können noch nicht wieder dahin zurück, um mit dem Quest weiterzukommen. Ich muss erst einmal zusehen, dass ich mehr auf Stärke gehe. Und dass wir eine bessere Armbrust nutzen können. So wie ein besseres Schwert. Das klingt nach Wölfen. Bitte lass das Wölfe sein. Ja, Wölfe! Wölfe finde ich super. Auch wenn die hier 6 Augen haben. So, wo ist denn... Wo ist denn der Suchende, der hier immer war? Und der chillt da immer noch. Stimmt, Pablo müssen wir noch machen. Pablo müssen wir noch irgendwie finden. Aber das gehört ja zur Hauptquest und ich muss jetzt erst einmal die Nebenquest machen. Wie ich sehe, sind die Gerüchte wahr. Welche Was? Gerüchte? Dass du bei diesen Drachenjägern mitmachst. Naja, du warst noch nie ein Mann der Kirche. Dennoch kämpfst du für unsere Sache und das ist alles, was zählt. Ist das alles? Ich freue mich natürlich. Und so wie du rumläufst, hat bestimmt jeder Ork Angst vor dir. Es geht nicht nur um die Orks. Ich weiß, aber nichtsdestotrotz sind sie ein großes Problem. Du bist wichtig. Du hast den Schläfer besiegt. Wir alle werden deine Hilfe vielleicht noch einmal brauchen. Schon gut. Okay. Zu weit entfernt. So. Ich hätte das nicht gedacht. Palan? Das wird sich nie ändern. Ah, da ist Salandriel. Verschwinde! Nö. Hier, wie sieht's jetzt aus? Hier, Serpentis. Salandriel ist hier im Kloster. Salandriel ist hier im Kloster. Gut gemacht. Wir werden uns später mit ihm befassen. Hier hast du deine Belohnung. Und jetzt kein Wort mehr darüber, verstanden? Jo. Hast du mir noch etwas zu sagen? Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Pyroka. Hier, Ulta. Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Nein. Nichts, was du nicht schon wüsstest, Bruder. Okay. Gut, aber das haben wir dann schon mal erledigt. Jetzt haben wir nochmal Punkte bekommen. So. Fehlt uns auch nicht mehr viel wie die nächsten 10. Dann müssten wir jetzt einmal vielleicht Pablo suchen gehen. Glaubst du wirklich? Aber das machen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession. Alles, was ich in dieser Aufnahmesession vorhatte, haben wir erledigt. Dann... In ein paar Tagen nehme ich wahrscheinlich wieder auf. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.